Willkommen zurück hier bei Outward. Hallo zusammen. Wir sind hier immer noch in der Sandrosenhöhle. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt hier fertig, ne? Ich habe keine Ahnung. Da waren wir schon. Hebel, ja, welchen. Ich habe jetzt kurzes Sprachverlust der Muttersprecher habe ich auch. Genau, da müssen wir lang. Gern da müssen wir lang, genau. Danke, danke. Schön, dass einer den Überblick behält. Ja, hier haben wir doch die Eishexe platt gemacht, oder? War das nicht so? Das ist gut möglich. So. Kurz gucken, wo der ganz hinfährt. Ah ja, hier waren auch die. Hier sind auch deine Pfeile und hier waren auch die Käfer. Die liegen jetzt leider unter dem Waggon. Was passiert denn, wenn ich den Hebel hier ziehe? Fährt er dann wieder zurück? Ja. Kannst du nochmal ziehen und dann geht er wieder hin? Nee, gell? Warte. Doch. Ah, nee, warte, lass mal. Ja, danke. Hier gibt es nämlich Kieskäfer und so. Und deine Pfeile liegen hier auch noch. Ob ich dich wohl so hätte totquetschen können? Vermutlich. Können wir das mal ausprobieren? Nein. Nein. Also ja, stelle ich hin, ich ziehe den Hebel, warte. Hier steckt auch noch ein Pfeil, ne, von dir? Oder ja, noch ein ich habe Pfeile. Noch. Ich habe noch genug. Du hast noch genug. Ich vermute mal, wenn man den zieht, bewegt sich der hier, ja, das war klar. Okay. Geronimo. Ah ja, da geht ein Gang nach links. Ah, dann gucken wir mal, oder? Da ist wieder ein Hebel. Und es geht noch weiter. Gehen wir erst ganz runter? Ja, wir lassen den Hebel mal noch kurz. Ah, Käfer. Oh, aber die haben dieses Biest platt gemacht. Krass. Naja, ich habe hier mal hinter dir eine Falle. Mhm. Oh, da kommen zwei. Mhm, ich sehe es. Ja, das war doch nicht so schlecht, ne? Mhm. Kurzer Prozess hier. Krass. Voll der Käfer-Kadaverhaufen hier. Aber echt, ey. Abartig. Und guck mal, ihn hier haben sie platt gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Wobei, vielleicht war der da schon tot, oder? Ach nee, der hat was zum Looten, gell? Ja. Okay. Krass. Das war ja, gut, bestimmt, die waren aber auch zu dritt, ne? Ja, das war bestimmt das, was ich vorher gehört hatte. Oder wie du meinst gehört den Fight. Mh. Mhm. Das kann gut sein, ne? Ich habe eine Schriftrolle gefunden, die kenne ich aber schon. Klappdolch, kennst du das auch schon? Schade. So, dann kann man den hier wieder verschieben. Gibt es hier sonst noch was? Naja, Verderbnis. Haben wir hier runter? Nee. Nee. Na, irgendwas muss man mit den Waggons auf jeden Fall machen. Ah, guck mal. Ja. Da kommt man nicht durch. Das ist der Raum von, wo wir gekommen sind, ne? Mhm. Glaube ich auch. Ich bin so hart überladen. Das ist echt der Wahnsinn. Schade. Den Hebel hier haben wir noch nicht gezogen, ne? Wo bist denn du? Ich guck gerade, was ich alles im Rucksack habe. Sorry, komm gleich. Okay. Ein paar Verbände hergestellt. Ja. Also was jetzt? Da ist noch ein Hebel, den würde ich gerne ziehen. Ja, mach. Hier. Mhm. Ja, dann rollt der hier weg, okay. Ich sage ja, das ist irgendwie ein Rätsel, glaube ich, gell? Mhm. Und es ufert ganz schön aus, finde ich.
Oh. Bam. Oh, ich kann aber von dem Zeug da nichts mehr tragen, ey. Miasma, Pode, Tarntrank, Blitzlappen und zweimal Tierhaut. Gut wäre es natürlich, wenn wir nochmal eigentlich zum Anfang kämen, ne? Da haben wir ja auch die ganzen Hebel noch nicht gedrückt. Ja, wobei jetzt würde ich gerne eins erst weitermachen. Und zwar gehen wir hierher, ziehen den Hebel und dann fährt der Waggon wieder zurück wahrscheinlich. Und dann können wir bestimmt noch in die Richtung weitergehen. Also links rum. Das kann auch sein, ja. Das ist eine gute Idee. Bist du eigentlich auch überladen? Nee, es geht. Du kannst mir noch was geben, wenn du magst. Wie viel hast du denn frei? 20. 20 hast du frei? Ja, ich habe okay. Ein bisschen Scheiß weggeschmissen und was gegessen und so und dann geht es schon. Warte mal dann. Ich habe auf jeden Fall... Ah, weil aber ich sammle im Moment... auf der Schräge. Oder nimm dir einfach was raus. Ist vielleicht einfacher. Oh, ja, schauen wir mal, was du Schönes hast. Wieso hast du denn den Alchemie-Set? Hast du es gefunden? Jo. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, es wegzuschmeißen. Und die Insektenhüllen kannst du doch eigentlich auch wegschmeißen, oder? Ja. Mach ich gleich. Die wiegen richtig viel, ne? Das ist echt krass. Müsste man eigentlich nicht meinen. Ah, okay. Hier haben wir nur einen Hebel freigelegt. Ja. Ja, warte. Versteht zwar den Sinn nicht so ganz. Ich auch nicht. Weil der da unten könnte ja dasselbe tun, oder? Theoretisch, ja. Ja, komm, dann gehen wir an den Anfang zurück. Mhm. Weißt du, wo wir da lang müssen? Ja. Ich glaube, ich auch. Ach, scheiße, hier steht jetzt der Waggon im Weg. Hä, wieso bist du runtergerannt? Komm wieder hoch. Hä, ich bin hochgerannt, nicht runter. Nee, weil ich bin oben. Ich bin nur auf ein anderes oben gegangen. Ach, Moment. Ah, ich habe kurz gedacht, man kann da rüber gehen. Na, dann weiß ich den braucht man den Zug. Mhm. Ja, den Zug einfach da hinstellen. Ach so, stimmt. Der Hebel ist nicht. Ah ja, genau. Ah, verdammt. Wieso klepper ich eigentlich schon wieder so? Das wehe sich nicht. Ach, das war das hier mit den zwei, ne? Ja. Ja, hier war der Anfang. So, dann. Von Anfang an. Nehmen wir mal den Hebel. Oh. Fast vor den Zug gelaufen, ey. Hast du ihn auch erst nicht gesehen? Ja. Okay. Aber den Weg hier kennen wir. Das ist der, der hier dann schnell runterführt. Wo wir eben waren, weißt du, mit dem Käfer. Ach ja, gut, okay. Und wenn wir jetzt nochmal den Hebel da ziehen, dann kommt der wahrscheinlich wieder auf uns
zu zurückgefahren, oder? Davon kannst du ausgehen, ja. Ja. Ja, okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Schön, dass wir ihn hier direkt auf den Gleisen haben sterben lassen. Ich überlege nur, gibt es dann hier überhaupt noch was? Frage ich mich gerade. Stimmt, weil da oben und auf der anderen Seite waren wir ja. Ne? Ja. Jetzt habe ich hier blöde Holznägel eingesammelt, soll ich gar nicht. Zack. Und ich meine, andererseits, was Tolles gefunden haben wir jetzt auch nicht, aber... Nee, aber ich dachte irgendwie, dass es hier irgendwas Besseres gäbe oder dass es hier überhaupt irgendwas gäbe. War ich irgendwie der Meinung? Guck nochmal schnell hier rum. Ob ich jetzt dann nochmal was erspähe, wo ich denke, ah, stimmt. Nee, da drüben waren wir. Da rechts waren wir. Da sieht man überall unsere Leichen, die wir hinterlassen haben. Ja, man kann eigentlich die Waggons nur hin und her schieben, um sich den Laufweg ein bisschen leichter zu machen, ne? Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wir haben alle. Um eine Abkürzung zu nehmen. Kann mal hier gucken. Wir werden ja in den Kommentaren lesen, wenn wir wieder irgendwas übersehen haben. Höchstwahrscheinlich, aber ne, ich sehe es eigentlich wie du. Hier dürfte es eigentlich soweit passen. Gut, dann packen wir es, oder? Ja. Wie kommt man denn hier raus? Oh, hier im Waggon ist auch ein Hebel. Haben wir den schon gezogen? Ah, oh, das halt hat hier. Sich irgendwie... Was heißt hier, halt hier, hier, ich komm. Ah. Ja. Du hast einen Durchgang aufgemacht. Ah, cool. Gut, das heißt, die Sandrosen-Wüsten-Dungeon-Dings-Hammer? Jetzt wollten wir noch nach alte Dings gucken, ne? Alte, wie hieß? Nee, alte Ruinen waren wir schon. Nee, zu den alten Ruinen wollten wir doch und wir waren dann hier bei der Sandrosenhöhle. Nee, wir sind ja in der letzten Folge an den alten Ruinen vorbeigekommen, nur dass die Instanz nicht alte Ruinen heißt. Aber auf der Map heißt es alte Ruinen. Wir waren da. Ah ja, ach du meinst diverse Verliese. Ja, genau. Ah, okay. Warum heißt das dann anders? Das ist ja auch Quatsch, ne? Aber es gab ein paar solche Fälle, die dann anders hießen. Ich fand es auch teilweise verwirrend, aber... Naja. Komisch. Die Senke hatten wir ja voll abgeklappert, oder? Jo. Und hier hatten wir ja nur noch... Da was Richtung Levant erspäht, wo ich gesagt habe, das wäre vielleicht noch interessant vorbeizulaufen. Keine Ahnung, ob das was ist, aber... Oh, da sind ja schon wieder Räuber. Oh, stimmt. Hier, ne? Hier, ne? Ja. Ja. Und jetzt die Falle. Das war Funke. Krass. Funke macht auch ganz schön Aua Aua. Mhm. Oh cool, endlich ein Pilzriegel, den hau ich mir gleich rein. Yummy, yummy. Und noch ein Pilzriegel, yummy, yummy. So. Naja, deinen Stoff kannst du behalten. Ja gut, haben wir die übersehen, oder? Nö, ich glaube, die waren einfach schon wieder da. Ja. Hübsch. Damit sind wir mit der Wüste eigentlich soweit durch, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, würde ich auch sagen. Und wollte ich nochmal gucken, was ich jetzt komisch finde. Siehst du gerade auf der Map
irgendwo den Übergang zu Three Brothers? Nee, wieso? Gibt's hier doch gar nicht. Gibt's hier doch, hier gab's doch nur bei den Zoroboreans gibt's doch den Übergang, oder? Nee. Hier auch? Oder MRK gab's doch einen Übergang, oder? Ich dachte, dass es im NMK-Wald und in Abrasa gab, wobei, also was mich halt wundert ist, ich hatte den Startbildschirm von dem Three Brothers DLC. Mhm. Aber ich hätte schwören können, dass doch sogar hier in der Nähe das war. Oder ich hatte die Sandrosenhöhle von Anfang an fehlinterpretiert. Das kann natürlich auch sein. Tja, das weiß ich nicht, was du da interpretiert hast. Oh, hier gibt es noch eine Unterstadtpassage. Ah, da kommen wir nach Hause. Ja. Kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Sieht nicht so aus, ne? Ja, was mir tatsächlich noch fehlt... ist der Magellose, ne? Ja. Oder hatten wir den hier... Nee. Entdeckt haben wir ihn hier noch nicht, glaube ich. Was läuft denn da hinten? Käfer... da, da ist eine Kiste. Dann möchte ich noch schnell hin. Eine Kiste. Kiste, Kiste. Kugeln. Wolltest du nicht eigentlich mal eine Knarre benutzen? Ja, für den Goldlich. Eigentlich. Ah, okay. Ja, hey, dann... dann gehen wir doch jetzt durch die Unterstadtpassage nach Hause. Ja. Da müssen wir uns wahrscheinlich wieder durchklopfen. Und dann checken wir mal aus, wie wir zu Three Brothers rüberkommen, oder? Ja, ich würde aber trotzdem erst nochmal nach ganz nach Hause wegen Rucksackwechsel und so, ne? Okay, alles klar. Aber das können wir dann... Was gibt's denn da zu lachen? Du mit deinem Rucksack, das finde ich witzig. Mhm. Aber das können wir ja dann ja Outtake machen, ne? Ja, ich bin Komiker, Rucksackkomiker. Rucksackkomiker? Mhm. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aha. Der eine kann mehr und der andere kann weniger in seinem Päckchen tragen, ne? Ja. Mussten wir nach unten oder nach oben oder was? Gut, weiß, dass ich mich in dem... gut, dass ich mich in dem Dungeon auskenne, was direkt an unser Haus grenzt. Glaub. Na, ciao. Na toll. Oh. Oh. Ich würde dir ja nachkommen, aber wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Ja, dann lass das. Ich guck mal, ob ich klarkomme. Ach du Scheiße. Nein, ich bin abgestürzt und ich bin tot. Oh nein. Ich aber bin schön auch ist, tot. Ich liege irgendwo ganz unten. Ach ja. Oh Mann, schön. Sind wir behindert, hey. Wahnsinn. Aber mit dieser Falle hatte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Ich meine, du bist schon mal runtergefallen, glaube ich, aber ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja, mich hat eine Eishexe platt gemacht, Mensch. Scheiße. Liegt ja richtig toll. Hey, jetzt ja. Noch schnell nach Hause. Also, da gehen wir jetzt nicht lang. Lass uns das jetzt lieber besser machen. Und fix. Schneller und besser. Fände ich sehr gut. Ja, dann kämpfen wir nicht, sondern wir rennen durch. Nee, wir kämpfen schon. Wir machen es jetzt nur besser. Und nicht einer rennt irgendwo hin und der andere guckt, wie der andere irgendwo hinfliegt. Gut, so. Los geht's hier. Bist du gebufft? Jo, ich gehe davon aus. Ach, fängst du schon an? Oh, das ist schlau. Viel Spaß. Ja, du hast doch gesagt, los geht's los. Hä? Ich habe gesagt, bist du schon gebufft? Und dann hast du gesagt, ich gehe davon aus. Und dann hast du gesagt, los geht's. Nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus. Und dann habe ich angefangen, mich zu buffen.
Da geht's nicht runter, ne? Nee. Oh je, oh je, oh je. So, ich nehme einen Verband. Brauchst du schon einen Verband eigentlich? Ja, ich hoffe, dass das ist doch die Tür nach Hause, oder? Ach, aber da kommen wir nicht hoch. Also nein. Ist nicht die Tür nach Hause. Dann nehme ich noch einen Verband. Brauchst du einen? Ich habe 18 Stück. Danke. 18, okay. Also jetzt nur noch 17, aber... Kommt gleich noch einer. Good one. Ja. Na toll, er hat mich totgehauen. Das ist schlecht. Ist er tot, jo. Ich hab ihn weggesprengt. Sehr gut. Oh, ich hab Durst. Oh, dein also, Stab macht voll den gruseligen großen Schatten. Ja. Sieht witzig aus. So. Da hat's dich weggefasst. Muss ich nur den richtigen wiederbeleben, ne? Ah ja, okay. Das wäre witzig, wenn man den falschen wiederbeleben könnte. Waren hier irgendwo die Dings? Nee, hier zum Beispiel nicht. Die Troglodyten? Nee. Die Troglodyten sind hinter Gittern. So. Erstmal mein Leben wieder auffüllen hier. Tja, so nah an zu Hause zweimal verreckt. Das ist auch interessant. Ja, das stimmt. Hier ging es nicht weiter, ne? Nee. Guck, da sind die hinter Gitter. Ah ja. Oh, ihr kleinen Arsch. Lass sie mal, die werden wir schon noch zu Gesicht bekommen, die Jungs. So, wo bist denn du jetzt hin? Hier. Ah, hier. Also da unten ist die Sackgasse. Mhm. Ah, da geht's raus. Oder sind wir da reingekommen? Nee, da sind wir reingekommen. Auf Wasserwüste. Ja, sag mal. Entspann dich, wir kriegen schon hin. Ist doch lustig hier. So, hier fällt man runter. Hä, haben wir irgendwas vergessen? Ja. Gibt es hier irgendwo einen Hebel oder was? Ja, irgendwo muss es ja einen Hebel geben, ne? Hey, wir nehmen die Abkürzung. Mhm. Sehe ich anders. Hey, damit war nicht zu rechnen. Das stimmt. Da kommt man ja nicht hoch. Ah, noch ein Sternpilz, den nehme ich gern. Da muss es ja irgendwie da unten weitergehen. Das sind die Troglopenner, die mich gekillt haben. Irgendwo war ein Hebel, glaube ich, mich zu erinnern. Oder kommt man gar nicht zurück? Ja, aber dann wären wir ja hier auch nicht rausgekommen, oder? Wenn man dann da einmal die Kante runterspringen muss. Vielleicht kann man nur andersrum gehen, weiß nicht. Das kann natürlich sein. Oder man muss da halt runterspringen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
machst du? Ärgerst du die? Ein bisschen. Okay, also entweder wir gehen jetzt die Abrasserwüste wieder raus und laufen außen rum, oder wir lassen uns zu den Troglodyten runterfallen. Ja gut, ich kann mich da nicht runterfallen lassen, ich bin dann tot. Das ist ja Quatsch. Dann ist die Antwort ja klar. Ja, weil das bringt ja nichts. Wenn du unten ankommst, bist du halt tot und dann kommst du irgendwo wieder zu dir und das ist ja wahrscheinlich wieder oben. Wäre auch so eine Dauerschleife, oder? Kann man damit eigentlich Gebs Trunk farmen? Indem man sich laufend in den Tod stürzt? Gebs Trunk farmen. Und dann bist du irgendwann bei Tag 3400 und jeder denkt, boah, haben die schon viel gespielt. Nein, sie sind nur saumäßig aufgestorben. So, wir gehen jetzt nach Abrasa, ne? Ja. Also nach Levant, besser gesagt. Ich hab gespürt, was du meinst. Ja, ja, aber ich sag's ja nicht für dich, sondern für die Zuschauer. Welche Zuschauer? Du spielst hier nur für mich. Jetzt hör auf zu sabbeln und gib Gas. Da, Herr. Spätzle. Hier gibt's Salz, falls du Salz abbauen willst. Nee, will ich nicht. Warum nicht? Weil ich wenig Kondition habe und hier schon näher an zu Hause bin als du. Komm, Hugo. Komm. Nee, Hugo war der Hase. Ist Erwin, oder? Erwin heißt du doch. Ja. Sag doch was, du kleines Ferkel, du. So. Nachts zieht die Wüste. Hä, wo bist denn du hin? Na, nach Hause. Andere Richtung. Ach, da, ja, ja. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ist alles so dunkel. Stimmt. Oh, meine Ausdauer ist so am Arsch. Das ist der Wahnsinn. Meine auch. Meine auch. Naja, dann machen wir jetzt einen Cut, oder? Wir machen gleich einen Cut, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir aber von Hamatan aus, oder? So machen wir das. Und dann gucken wir gemeinsam, wie wir jetzt endlich rüberkommen zu den Free Brothers. Ja, genau. So machen wir's. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, auch wenn Hilga noch lacht im Hintergrund. Und ja, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Danke und bis gleich. Ciao.